Jo, hallo Freunde. Die Venus und der Jupiter sollen sich bald so nahe kommen, dass es angeblich eine Mega-Explosion auf der Sonne geben und die Erde in tiefste Dunkelheit stürzen soll, so schrieb die britische Zeitung The Daily Star. Die Erde werde nach der Mega-Explosion ganze 2 Wochen, wenn nicht sogar einen ganzen Monat lang, in tiefste Finsternis getaucht sein. Mitte November 2017 soll es damit losgehen. Allerdings zieht das Märchen von der Explosion auf der Sonne, verursacht durch die Annäherung von Jupiter und Venus, seit Jahren schon von einem Platz zum nächsten. 2016 kamen schon solche Gerüchte auf, dass die Venus nach Angaben der NASA südwestlich des Jupiters vorbeifliegen und dabei 10-mal heller leuchten soll als dieser Planet. Das Licht der Venus werde die Gase des Jupiters derart erhitzen, dass es zu einer chemischen Reaktion kommen werde. Die Temperatur auf der Sonne werde auf 8700 Grad ansteigen, was zu einem Hitzeausbruch aus dem Inneren des Sterns führen werde. Dabei würden wiederum Unmengen an Wasserstoff freigesetzt. Eine riesige Explosion wäre die unmittelbare Folge. Und dann? Dann würde sich die Sonne blau färben und verdunkeln, wenn auch nur für wenige Wochen. Das sagte Charles Bolden, der damalige NASA-Chef, mit seinem angeblichen 1000-seitigen Bericht an die Administration des US-Präsidenten. Aber passiert ist es nicht. Der russische Sternforscher Alexander Perschniak sagt, eine Mega-Explosion auf der Sonne wäre nur dann möglich, wenn die Masse dieses Sterns um ein Drittel wächst. Die Temperatur auf der Oberfläche der Sonne betrage heute rund 5700 Grad. Steige sie auf 9700 Grad, wechsle die Sonne ihre Farbe von gelb zu weiß. Erst ab einer Temperatur von ca. 60.000 Grad würde die Sonne in blauer Farbe erstrahlen. Nur, die Sonne wäre dann nicht nur noch heißer, sondern auch deutlich leuchtintensiver, also keinesfalls dunkler. Der russische Sternforscher meint auch, sollte eine Katastrophe auf unseren Nachbarplaneten ein derartiges Ausmaß erreichen, dass sogar der Jupiter davon massiv betroffen wäre, dann wäre diese Katastrophe für uns auf der Erde so vernichtend, dass wir uns um etwas anderes überhaupt keine Sorgen machen können. Also kann ich euch wieder beruhigen, das Ganze scheint wieder mal nur Fake zu sein. Übrigens wird die Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption auf 1% geschätzt. Gut, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen schönen Tag und freue mich über ein Abo und Daumen hoch und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Okay.